Warum hat Gosho Aoyama neben Detektiv Conan auch noch Wyatt Police Story gemacht? Die Entstehungsgeschichte, alle Hintergrundinformationen und was das Ganze mit Amuro zu tun hat, wie immer für euch nach dem Intro. Viel Spaß! Kommen wir mal, Leute, was geht ab? Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Und heute geht es um eine wahre Rarität. Heute habe ich ein wahres Schmankerl vorbereitet für euch. Heute geht es nämlich um die Entstehungsgeschichte von WPS, also der Wild Police Story. Und wer könnte das besser erklären als der Mangaka himself, nämlich genau keine geringere Person als Gosho Aoyama. Der ja natürlich auch für Detektiv Conan, Magic Kaito und auch Zero's Tea Time mehr oder weniger zuständig ist. Denn ich finde es sehr, sehr interessant. Bis jetzt haben wir immer nur über WPS gesprochen aus unserer Sicht. Ja, also aus der Sicht des Konsumenten. Oh, der eine findet es toll, der andere nicht so toll. Der eine findet es sinnvoll, der andere nicht so sinnvoll. Aber es ist doch mal interessant zu wissen, was denn der originale Ursprungsgedanke bei der ganzen Sache war. Und man muss ganz klar sagen, dass Wyatt Police Story im Endeffekt einfach dazu da ist, natürlich um den einen oder anderen Charakter zu erklären, aber in erster Linie ist das Gebilde da, um Amuro besser verstehen zu können, ja. Nämlich handelt es hier sich um ein besonderes Genre. Man kann nämlich WPS als so eine Art Coming of Age bezeichnen, ja. Das heißt also, es ist mehr oder weniger ein Werk, welches sich aber speziell auf eine Person, ja, fokussiert. Also auf das Wachstum, auf die gesamte Charakterentwicklung dieser Person, wo wir quasi mehrere Etappen sehen, ja. Meistens ist es quasi wie so eine Art Biografie, ja. Also vom ganz kleinen jungen Alter, ja, bis zum heutigen Stand der Dinge. Damit man wirklich die Lebenslage erfährt, die jeweiligen Umstände, die passiert sind, um dann letztendlich darauf schließen zu können, warum diese Person heute hier ist, warum sie genau so handelt, wie sie handelt, ja. Das dient also dazu, dass wir uns diesen Charakteren, in dem Falle jetzt natürlich Ray, Amuro, Bourbon, wie ihr ihn auch immer nennen wollt, annähern können. Und jetzt gehen wir mal nämlich in das Interview. Also fangen wir direkt mal an, ja. Wyatt Police Story, 5 Leute, die im Fokus sind, die Rasselbande, wie ich sie auch immer nenne. Natürlich haben wir hier Kenji Hagiwara, ja, er wurde getötet während einer Bombe, ja, während einer Bombenentschärfung, um genau zu sein. Dann haben wir da natürlich noch Jinpei Matsuda, der ebenfalls getötet wurde, er hat sich mehr oder weniger geopfert, ebenfalls durch eine Bombe. Und Sato Miwako Sato, die wir ja auch kennen, die ja mehr oder weniger mit Takagi zusammen ist, war sehr, sehr interessiert, liebesbeziehungstechnisch, an Jinpei Matsuda. Ja, und da gab es ja auch in Detektiv Conan, ich sag mal, ziemlich viele Fälle. Des Weiteren haben wir dann natürlich noch den Mentor von Takagi, nämlich Wataru Date, der ja quasi bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, weil er sein Notizbuch aufheben wollte. Und dieses Notizbuch ist quasi das Relikt, das Vermächtnis von Wataru Date, welches Takagi immer bei sich führt, was ja quasi auch im letzten Fall eine sehr, sehr große Rolle eingenommen hat. Und zu guter Letzt Hiromitsu Morofushi, also der Bruder von Kome, dazu kommen wir aber gleich, der ja quasi sein Leben gelassen hat, während er die schwarze Organisation infiltriert hat. Ja, also Scotch, wir alle kennen die Szene, ja, dass Scotch und Shuichi Aka sich ausgesprochen haben, festgestellt haben, dass beides Nox sind, der eine aus der Sicherheitspolizei, der andere vom FBI. Und dann ist jemand die Treppe hochgelaufen, welches dann zufälligerweise Amuro war, der dann letztendlich dafür verantwortlich ist, dass die beiden handeln mussten. Und Scotch hat dann gesagt, okay, komm, hier erschieß mich. Shuichi Aka hat sich geweigert und dann hat quasi Scotch die Waffe von Shuichi Aka genommen und sich dann selbst gerichtet, natürlich durch das Handy geschossen, damit die ganzen Informationen zunichte gemacht wurden, was ja quasi dann letzten Endes der Auslöser dafür war und immer noch ist, dass Amuro quasi einen exorbitanten Hass auf Shuichi Aka ausübt, ja. So, das ist jetzt also, ich sag mal, die Grundlage, die wir aus Detektiv Conan haben. Also jeder, der Detektiv Conan verfolgt hat, dem sollte ich jetzt eigentlich nichts Neues erklärt haben. Und da fragt man sich, okay, gut,
wie passt das jetzt zusammen? Wie passt das eine zu dem anderen? Wie passt die eine Figur zu der anderen Figur? Auch wenn wir gesehen haben, okay, irgendwie hatten die Figuren, die einzelnen, ja irgendeine Beziehung zueinander. Und genau hier kommt der liebe Gosho ins Spiel. Und zwar hat er zwar alles reingeschrieben in die Detective Conan Story, aber wir wissen, es gab nicht so viel Informationen. Es gab einfach nicht so viel Informationen darüber. Also dachte er sich, okay, komm. Ja, komm, machen wir etwas darauf. Ich will es erläutern. Und den Gedanken dazu, also zu WPS, zu dieser Coming-of-Age-Story zu Amuro, ja, natürlich auch von den anderen, die ja gerade genannt wurden, kam wirklich während des 20. Kinofilms The Darkest Nightmare, übrigens einer meiner absoluten Lieblingsfilme, auch aktuell immer noch mein Lieblingsfilm. Extrem krass. Und hat er gesagt, okay, irgendwie kann ich doch dieses Storyboard benutzen und die miteinander verbinden, ja? Und das ist sehr, sehr krass. Denn damit, mit Film The Darkest Nightmare, kam ihm auch die Idee, okay, irgendwie kann ich das doch so drehen, dass Matsuda und Amuro Klassenkameraden waren, ja? Es waren ja irgendwie alles Polizisten, vielleicht kann ich da etwas daraus zaubern. Und das Geile ist nämlich, er hat ja schon eine Grundlage gehabt. Wir erinnern uns zurück, Band 77, da gibt es diese eine Szene, wo auch mal Wataru Date, ich sag mal, eingespielt wurde. Es gab Flashback-Situationen, wo dann diverse Herrschaften, unter anderem auch Takagi natürlich, das Grab von Wataru Date besucht haben. Und dann sehen wir Amuro, der ja quasi sich so versteckt, aber ebenfalls das Grab von Wataru Date besucht, ja. Das heißt also, hier wurde schon für uns eine Beziehung impliziert. Und das ist richtig geil. Jetzt kommen wir zu Hiromitsu, also Scotch. Und da hat er sich nämlich gedacht, okay, ich nehme Scotch einfach. Und Scotch, aka Hiromitsu, sieht so aus wie Komei. Wir kennen Komei. Komei ist quasi der eine Polizist, der mit seinem Schnauzer, der so richtig wie so ein englischer Polizist aussieht. Ja, mit so einem geilen Schnauzbart, der immer so schön leger angezogen ist, schön einen auf anständig macht, richtig schöne, gute Manieren hat. Da denkst du einfach, der hat so ein bisschen Charakter einfach. Ja, der hat Charisma, wenn der auftritt. Der ja quasi in der Nagano-Präfektur zuständig ist. Er hatte auch einzelne Auftritte. Und da hat er gesagt, okay, irgendwie sehen die sich ähnlich. Also mache ich quasi Scotch, also Hiromitsu, zum Bruder von Komei. Weil die sich halt einfach ähneln. Ja, das heißt, er hat was erzählt, hat was in die Story reingegeben. Und dann hat er immer mehr erkannt, okay, irgendwie kann ich hier Zusammenhänge erkennen und die bastel ich, die Zusammenhänge, und entscheide einfach quasi nicht etwas von Anfang an und füge es ein, sondern ich füge etwas ein und rückblickend betrachtet kann ich sagen, okay, das Eingefügte, was ich da gemacht habe, das ergibt ja Sinn und das kann ich miteinander verbinden, was ja quasi letzten Endes darin gemündet hat, in dem Werk der Wild Police Story. Richtig geil. Aber das geht noch weiter. Jetzt habe ich euch quasi erstmal so ein bisschen diese Grundlage erzählt, ja, wie die Protagonisten dazu zustande kommen, wie die Verbindung aufgestellt wurde, ja, wie die hergestellt wurde zwischen einander und untereinander. Und dann hat sich Gosho auch gedacht, okay, Moment mal, ich denke, ja, dass die Leser sich sehr, sehr darüber freuen würden, würde es quasi so eine Art Coming-of-Age-Story geben. Ja, hauptsächlich natürlich zu Amuro, aber natürlich auch zu den anderen Leuten. Denn alle hatten das gleiche Ziel. Alle haben davon geträumt, Police Officer zu werden. Sie waren auf derselben Schule, alle hatten den gleichen Traum. Und er, also Gosho, wollte nämlich zeigen, dass Amuro, übrigens auch einer der beliebtesten Protagonisten in ganz Detective Conan, hier ist und als einziger überlebt hat. Und das ist diese Geschichte, diese traurige Geschichte, die den Leser, also uns, mitnehmen soll. Fünf Freunde, fünf Klassenkameraden, die an den gleichen Traum geglaubt haben, die alles in ihrer Macht Stehende getan haben, um diesen Traum auch zu verwirklichen. Und sie haben es ja alle irgendwo geschafft. Ja? Aber es gibt halt auch im echten Leben nicht immer ein Happy End. Und gerade weil es kein Happy End gibt, weil es realistisch ist, ja, ist quasi Amuro die letzte lebende Person von diesem Freundesgespann, dieser Rasselbande, die den Traum
der nicht mehr lebenden Protagonisten, ja, also Kenji, Matsuda, Hiromitsu und Wataru Date, einfach weiterlebt. Ja, und das ist quasi eine Entwicklung, die wir haben. Er ist Amuro, er ist Triple Face Amuro geworden, weil er alle Freunde, die er hatte in der Police Academy, letztendlich ein Teil von dem sind, was er ist. Er hat von jedem Weisheit mitgenommen. Jede Person, die tot ist von der Police Academy, findet sich in einem Stück in Amuro wieder. Ja? Ob es jetzt irgendwelche Weisheiten sind, ob es jetzt auch der Mazda ist, der quasi um drei Ecken gegangen ist, ja, Matsuda, Hagiwara und letztendlich jetzt bei Amuro, das zeigt schon sehr, sehr viel über Amuro, ja. Wir kennen Amuro, sagt Goshu hier auch, ist ein sehr, sehr schlauer, intelligenter, fähigkeitsbasierter Typ, der sehr, sehr schnell viele gute Fertigkeiten erlernt und diese dann auch schnell meistert. Ja? Und es gibt diese On-Off-Beziehung, diesen Zwiespalt, diese Rivalität mit Arkai. Ja? Und ich finde es auch schön, dass er das erzählt, weil für viele ist Amuro so unglaublich cool und krass. Aber jeder Superheld, so hat er es hier formuliert, hat er quasi so seine Entstehungsgeschichte. Kein Mensch ist von Anfang an ein Superheld. Per se ist der Superheld letztendlich die Entwicklung, das Endprodukt von gewissen Sachen, die einer Person passiert sind, die diese Person gemeistert hat und letztendlich dann zum Superhelden macht. Das heißt, ohne diese ganzen schlimmen Sachen wäre Amuro nicht Amuro und wäre quasi in der Analogie kein Superheld. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist das, was Gosho so extrem gereizt hat, dann quasi jetzt ein eigenes Werk zu machen. Und ich betone an der Stelle, eigentlich ist es ein Spin-Off, aber Gosho sagt immer, dass WPS eigentlich kein Spin-Off ist, sondern eher ein, ja, eine eigenständige, eine independent Arbeit ist von sich, ja, die so ein bisschen diese Story untermauert und miteinander verbindet, die wir quasi in Detective Conan haben, die in Detective Conan stattgefunden hat, ja? Das ist es. So, und ich finde das mega cool, weil, auch wenn es sich vielleicht ein bisschen komisch anhört, durch jeden Freund, den er verloren hat, hat er etwas dazu gewonnen. Und deshalb ist er der, der er heute ist. Wisst ihr, was ich meine? Und er findet es auch mega cool, also Gosho, und deshalb hat er es auch getan. Und ich möchte jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass es auf jeden Fall im Verlaufe von WPS auch einen Fall gibt, wo alle miteinander zusammenarbeiten, ja? Und man sieht halt mit jedem einzelnen Kapitel, was man sich zu WPS durchliest, was ihr dann auch quasi im Dezember eine Anime-Adaption übrigens auch kriegt im Japan, da werdet ihr aber auch Reviews kriegen, dass quasi mehr Persönlichkeit von jeder einzelnen Person von dieser WPS, von dieser White Police Academy, ja, sage ich jetzt mal, durchsickert, immer prägnanter wird und wie Amuro das quasi von ihm aufgenommen hat, ja. Ihr müsst euch das wie so ein Puzzleteil vorstellen, wie so eine Art Kochrezept. Jeder bringt so quasi eine Zutat mit sich, ja, und alle Zutaten sind zwar irgendwie geil, aber wenn du alle Zutaten miteinander richtig kombinierst, hast du im Endeffekt das fertige Gericht, was dann richtig geil schmeckt. Und genau so ist es. Und ja, ihr werdet durch WPS auch erfahren, was Trauer ist, was Verlust ist. Und durch diese emotionale Vergangenheit von Amuro und allen Sachen, die passiert sind, werdet ihr Amuro und Detective Conan besser fassen und greifen können. Und das ist einfach traurig. So. Und das war das im Wesentlichen, was Gosho dazu gebracht hat, WPS zu machen. Fazit. Er hat also Sachen eingeführt und sich dann gedacht, das passt ja so gut zusammen. Ich nehme diese Leute einfach, pack sie zusammen, weil sie ja passen und entwickle eine eigene Story dazu. Um quasi das Wachstum, die Charakterentwicklung von diesen Leuten zu zeigen, besonders bei Amuro, weil die anderen Leute sind ja seit Anbeginn der Detective Conan Saga tot. Die einzige Person, die ja jetzt aktiv in Detective Conan lebt, ist ja Amuro. Und dadurch haben wir eine Charakterentwicklung. Genauso wie wir eine Charakterentwicklung bei zum Beispiel Aihaibara haben, durch jeden einzelnen Fall und so weiter und so fort. Da wissen wir aber alles, ja? Ihr müsst euch das also so vorstellen, dass Aihaibara
und Amuro sich so ein bisschen ähneln. Nur, dass wir die ganzen Informationen zu Aihabaram Anime bzw. Manga von Detective Conan bekommen haben. Mit den Eltern, mit Karasuma, mit dem Apoptoxin, Silver Bullet, mit ihrer Schwester, die ganzen traurigen Sachen und so weiter und so fort. Haben wir bei Amuro immer nur so ein bisschen schnittweise bekommen, so sehr, sehr spärlich gesät. Und das Gesamtbild wird uns quasi durch Zero Sea Time, aber natürlich in erster Linie auch durch WPS vermittelt. Und das ist im Endeffekt the whole story. So Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wer das Ganze mal nachlesen will und so weiter und so fort, der soll jetzt einfach mal eingehen. Wie gesagt, 2021, Da Vinci Interview heißt das Ganze. Ein sehr, sehr schönes Interview mit Gosho Aoyama. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Es ist immer sehr, sehr interessant und schön zu verstehen, warum etwas jemand getan hat. Ja, weil man möchte es ja nachvollziehen. Und wie gesagt, ich bin immer ein WPS-Fan. Ihr könnt aber schreiben. Schreibt mir am besten in die Kommentare. Seid ihr eher so für WPS? Seid ihr gegen WPS? Hat dieses Video irgendetwas an eurer Sichtweise zu WPS verändert? Das würde mich wirklich mal interessieren. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören, Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaido Akai.